Schneeblutwolf, Blutfang, Säbelzahn oder der große Narbenbär haben wir noch nicht freigeschaltet. Naja, ist jetzt auch wurscht, denn da ist die Höhle von Hasari und hier finden wir dann auch unseren nächsten Dorfbewohner. Aua! Oh Gott, beinahe einen Pfeil ins Knie bekommen. Appa! Tawinja. Nutaiwanka. Schlauta. Magisch bei die Mama vorbei. Du hast das Schwalim, Harsar Kamas. Schittaugata. Dua sashwalim samharsi. Hals hafchu waidam, kwati salka daicham. Majish washta mama fpadi. U kwati salka daish. Aish has waidata. Tushi guash. Auf der Jagd. Ja, und nett ist sie ja nun nicht wirklich. Okay, spüre den Bären auf. Ja, und weck den Tiger in dir. Was haben wir hier hinten eigentlich? Da ist eine blaue Markierung. Ach ja, hier verlassen wir das Missionsgebiet. Also das kennen wir ja. Als ob wir jetzt hier gerade Call of Duty spielen. Oh. Ene mene mehr, wir jagen den Bär hinterher. Spüre den Bären auf. Na gut, dann gucken wir mal hier. Oh, wir können was upgraden, sehe ich gerade. Was können wir denn upgraden? Ah ja, wir haben genug, um unsere Eingeweidetasche zu upgraden. Ah, als nächstes brauchen wir Jackfell. Als nächstes brauchen wir einen Jack. Gut. Und hier sind die Tatzen des Bärens. Und er läuft ja in die Richtung. Müssen wir jetzt in diese Höhle rein, weil eigentlich läuft er hier ja raus, aber anscheinend... Ah, guck mal hier. Man sieht diese Schritte auch. Ah, jetzt geht's hier. Ah, okay. Jetzt habe ich hier. Jetzt bin ich hier voll auf Spur. Eine Ziege. Na gut, die Ziege suche ich jetzt ja nicht. Ich suche immer noch Papa Bär. Meister Petz. Oh, da vorne sieht es echt blutig aus. Ich glaube, da hat er ein bisschen was gerissen. Ich glaube, unser Bär ist hungrig. Okay, oh, 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 was ist das denn hier? Ach, das ist Honig. Hungriger Bär. Oh, ich habe zwei Fähigkeitenpunkte habe ich. Kann ich was verbessern? Der Hocksprinter, nicht schlecht. Kann ich aber hier Rohstoffe finden, 1. Rohstoffe Entdeckung oder Häuten. Ah ja, ich bekomme 2 Fleisch beim Häuten. Das habe ich hier noch. Wildkatzenzähmen kann ich freischalten. Oder mit meiner Eule auch einen Angriff fliegen. Ich mach mal Häuten 1, so ein bisschen mal mehr Zeug mitnehmen, das halte ich schon immer für ganz gut. So. Der Bär ist hungrig. Ah ja, aber zum Glück folgt er immerhin einer leicht zu verfolgenden Spur. Wie alter Mammutfuß hier. Unseren Quadratlatschen. So, da vorne haben wir noch ein kleines Lager. Also da hat er nochmal ganz kurz wahrscheinlich Pause gemacht. Ein Grünblatt. Ein grünes Blättchen. Naja, ein Blättchen, ein grünes.
Weil es ja so schön ist. Was haben wir hier noch? Ein Bienenschwarm. Oh, da vorne haben wir böse Tiere. Die Tiere des Waldes. Ich danke mal, bevor die mich gleich nerven. Ah, ich brauche zu lange zum Anvisieren. Okay. Und... Boah. Ah, ich habe mein Tierchen gar nicht dabei. Das wäre jetzt sehr ordentlich in die Hose gegangen gleich mit dem Bären. Oh, viermal Fleisch. So, ich mag Fleisch. So, hier haben wir nochmal. Oh, der Bär ist zornig. Ja, der hat hier... Ja, ihr kennt das ja, ne? Lieber Arm dran als Arm ab. Leider hat der Typ jetzt hier keinen Arm mehr. Denn der ist ab. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Hallo, hallo hier... Ich glaube, ich muss das Holz nehmen. Ich sollte mich erstmal schnell heilen. Und gucken, wie wir der Spur hier weiter folgen müssen. Ah ja, hier unten lang. So, hier komm, für dich ein bisschen Fleisch. Wir haben ja genug Fleisch. Und noch einen Höhlenlöwen, dem wir das Fell klauen. Ich glaube, da unten, da müssen wir hin, denn da sieht es hier schon ganz schön blutig aus. Man dürfte auch hier, ja, das Problem ist, wenn wir jetzt hier hingehen, ist auch wahrscheinlich unser Bär jetzt erstmal spurenlos. Aber diesen Spuren können wir auch, oh, hier gibt es noch Grünblatt. Diesen Spuren können wir zum Glück auch ohne, ach, das ist mir zu weit oben, auch ohne Jägersinn folgen, weil hier sehen wir überall das Blut. Und hier vorne ist auch noch ein bisschen Grünblatt. So, wie geht's jetzt weiter? Da ist nochmal Blut. Und hier ist noch ein Kadaver. Aber Kadaver. Ein Hirsch. So. Aber zurück zu unserem bärigen Problem. Naja, hier haben wir doch die Spur wieder aufgenommen und da vorne ist schon wieder Blut. Bär greift schnell an. Ah, ich würde auch sagen, Bär macht schnell tot. Also jetzt mittlerweile verstehe ich schon, warum die hier tagelang unterwegs waren. Also diesen Bären zu finden, das ist ja echt... Ah, hier ist überall Blaublatt, sehr schön. Sollten wir direkt noch ein bisschen looten gehen. Hier noch Grünblatt. Aber ich bin ja immer eher so am Blaublatt interessiert. Because auf schneller Laufen und so. Ich glaube, das gibt es nur unterirdisch. Unterirdisch sage ich schon. Unter Wasser. Hier, da, guck mal. Ein wunderschönes Blaublatt. Und hier vorne hätten wir noch eins in dieser kleinen Buchte. Ich meine, den Bären, den finden wir nun gleich schon. Da können wir auch nochmal vorher hier uns noch das Blaublatt besorgen.
Müssen wir eh gucken, wo wir jetzt hier weiter Spuren finden. Ich verlasse schon das Missionsgebiet. Ach, guck mal, da vorne geht's weiter. Hier hat er nämlich nochmal jemanden gerissen. Ja, jetzt liegt noch ein Korb rum. Also jetzt müssten wir ihn doch bald mal haben. Ich meine, ich mag es ja, wenn die Quests nicht ganz so schnell sind, aber dieser Spur folgen wir jetzt ja nun wirklich Ewigkeiten. Aber wie haben wir diesen Bären verjagt? Ist ja nicht so, dass der hier gefühlt schon 40 Mal Zeiten genommen hat und 200 Meter weiter gereist ist. Oh, ein paar Schildis, ein paar Schildkröten, die lasse ich leben. So, nochmal. Da ist er, der Bär. Bist du der Bär? Oh nein, unser Wolf brennt. Erstmal heilen hier. Heute den Bären. Aua, shit. Wir sollten unsere... Nein, ich will nicht den Speer anzünden. So, ein Braunbär war das gewesen. Das war jetzt ja eine einfache Übung, sage ich mal. Den Bären zu finden. Komm, kriegst du mal Fleisch. Da ich dich jetzt hier so oft angezündet habe. Kann ich eigentlich direkt zu unseren Freunden hinreisen? Wo bin ich jetzt eigentlich? So. Finde die Jäger. Ja, wo finden wir die Jäger jetzt? Das wäre doch mal gut zu wissen. Naja, erstmal nehmen wir hier noch ein bisschen Stein mit. Weil wir brauchen ja auch noch davon was, um unser Zeug zu verbessern. So. Finde die Jäger. Ich finde hier auf jeden Fall, finde ich hier Höhlen. Ah ja, und da ist ein Außenposten, den können wir auch noch einnehmen. Das sollten wir auch tun, denn dann haben wir hier immerhin so ein bisschen unsere Zentrale. Und hätten dann auch gleich dieses Gebiet nämlich für uns eingenommen. Och nö, das Missionsgebiet wird verlassen. Das heißt, wir müssen erstmal diese Mission hier beenden. Oh oh. Oh Gott. Sehe ich hier etwa fleischfressende Fische? Oh, ein kleines Äffchen. Finde die Jäger. Na gut, dann gucken wir mal. Wo findet man jetzt hier denn am besten Jäger? Ich meine, einfach wäre diesen ganzen Weg wieder zurück, aber ich frage mich, ob das jetzt wirklich dann auch so gemacht werden muss. Ein bisschen Südstein. Ne, finde die Jäger soll irgendwie da vorne stattfinden. Genau. Ah ja, dann sind die da irgendwie wahrscheinlich in der Schlucht drin oder so. Und freuen sich ihres Lebens. Oh, da vorne habe ich gerade noch was gesichtet. Ich weiß, die Karte zeigt mir das auch alles an, aber wenn ich damit anfange, komme ich ja gar nicht mehr von der Karte weg. Aber wenn das hier schon mal so vor mir ist, dann sollte ich mir auch gleich mal immer die Vorräte schnappen. Da. Hartholz und Fleisch. Und Fleisch.
Ah, wahrscheinlich sind sie da hinten in dieser kleinen Höhle mit drin hier. Und sagen jetzt... Ah, guck mal hier, da hatten sie schon Honig ausgelegt wahrscheinlich. Dachten sie sind hier die Derbsten und locken den Bären mit Honig an. Die Losers. Das war jetzt ja voll der Easy Mode für dich gewesen. Bitch Boy. Aber immerhin hat sich Jaima dem Dorf angeschlossen. Und wir haben auf der Jagd abgeschlossen. Schön. Das freut mich. Na gut, ihr lieben Leute, ne, dann wissen wir ja, was wir als nächstes dann zu tun haben, nämlich da hinten diesen Außenposten einnehmen.